Howdy Cowboys und willkommen zurück bei Mafia 2. Im dritten Teil. Ist es der dritte oder der vierte? Ne, es ist glaube ich der dritte. Ja, egal. Auf jeden Fall sind wir wieder da. Willkommen in Giuseppes Laden, ein Paradies für Diebe. Er hat einfach alles. Sogar gefälschte Waffenscheine und Armeeentlassungspapiere für diejenigen, die keinen Bock haben, sich abknallen zu lassen. Giuseppe, ja. Ich habe einen neuen Kunden für dich. Der ist doch in Ordnung, oder? Absolut einwandfrei. Das ist Vito, mein bester Freund. Und das ist Giuseppe, der beste Safeknacker in ganz Empire Bay. Immer Ruhestand, bitte. Freut mich. Sind die Papiere für ihn? Ja, ganz genau. Sind sie schon fertig? Sie, war scheiß Arbeit, aber sind fertig. Danke. Sind die auch wasserdicht? Die Armee wird dich nicht mehr belästigen, glaub mir. Siehst du, was hab ich gesagt? Dein Geld. Nimm deine Papiere, Vito. Na, wir brauchen noch einen Satz Dietricher. Sehr richtig. Und rate mal, wer die bezahlt. Ich. Grazie, du kannst sie gleich mal ausprobieren. Hier, nimm das Schloss hier. Du musst den Dietrich nur reinschieben und alle Stifte aneben. Mit dem Spanner hältst du die Stifte einen nach dem anderen fest. Wenn alle Stifte in Position sind, drehst du einfach den Spanner und das Schloss geht auf. Dann mach's mal gut, Giuseppe. Kinderspiel, ha? Keine Tschüss. Angst. Du kriegst den Arm schon raus. Ich mach das immer, wenn ich meine Schlüssel im Auto vergesse. Ist ja schon recht easy. Finde ich leichter als das Schlösserknacken in zum Beispiel Skyrim oder Fallout. Willst du den Wagen immer noch knacken? Machst du Witze? Unbedingt. Das ist deine Chance. Stiehl den Jefferson. Dann stehlen wir den mal. Gut. Tatverdacht Autodiebstahl. Drück drauf. Verstanden. Stellen Sie den Autodiebstahl im Gang. Gehen wir Verfolgung. Ja, es ist noch nicht vorbei. Schütteln Sie ab, schnell. Alles klar. Oh. So, jetzt müssen wir die Polizei abschütteln. Das ist hier aber recht easy. Da wir noch keine Polizei hinter uns herfahren haben, sind wir sie jetzt schon los. So, fahren wir wieder ganz normal. Gut, scheint, dass wir ihn los sind. Also, wie gefällt dir der Wagen? Gar nicht schlecht. Ich glaube, den behalte ich. Gut, wir brauchen eine Werkstatt. Die bieten genau das, was wir jetzt suchen. Klingt aber nicht billig. Keine Sorge, das geht auf mich. Fahr einfach zu einer Werkstatt. Ich kenne den Typen, dem sie gehören. Jo, Polizei. Hier, park vor dem Werkstatttor. Okay, und jetzt drück auf die Hupe. Wie lang denn? Wie läuft's so? Womit kann ich dienen? Kennzeichen wechseln, bitte. Neue Nummernschilder. Jo. Kein Problem. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A, E. Oder warte mal. So. Ihr wisst ja natürlich schon, was jetzt hier kommt. So. H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T. Okay. Muss tun. So. Es ist alles erledigt. Schade, was anderes können wir noch nicht machen. Doch, reparieren können wir. Und die Felgen können wir wechseln. Du hast freie Auswahl. Oh ja, Mann. Dankeschön. Vielen Dank. So.
Gut, dann stelle ich dich jetzt Mike Brusky vor. Er hat vielleicht einen Job für dich. Okay, wo ist er? Ihm gehört ein Schrottplatz drüben in Riverside. Du kannst ihn nicht verfehlen. Okay. Nein! Man! Ich wollte doch da nicht... Was darfst du? Man sieht's nicht, Kumpel. Ich wollte doch da nicht reinfahren. Aus dem Weg. Wie hieß der Kleine nochmal? Welcher Kleine? Der von der Autowerkstatt? Ach, Tommy. Er ist der Neffe meines Kumpels. Ein super Tänzer. Im alten Tanzlokal in der Oyster Bay vor ein paar Wochen sind alle Bräute seinetwegen durchgedreht. Ist da etwa einer eifersüchtig? Witzig. Ich brauche keine Tanzschritte. Ich habe meinen Charme, mein Freund. Ich verrate dir ein paar meiner Sprüche. Dann musst du dir nicht mehr jeden Abend einen von der Palme wedeln. Würdest du für $50 mit mir ins Bett gehen? Aber mach schnell, ich brauche die Kohle dringend. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick oder soll ich nochmal reinkommen? Oh. Wow. Hey Baby, das ist ein tolles Kleid. Das würde sich wundervoll neben meinem Bett machen. Das soll funktionieren? Kennst du den Unterschied zwischen einem Gespräch und Sex? Nein? Wollen wir zu mir und ein bisschen reden? Schon klar, dass du Probleme hast. So, jetzt können wir ein bisschen Gas geben hier, Autobahn. Hallo Kleines, eigentlich bin ich kein Mann für eine Nacht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Ja, der war schlecht. Wenn man drei Beine in der Hose hat, dann braucht man nicht gut reden können, verstehst du? Wow. Voll der Rennwagen hier, Polizei. Okay, und jetzt rechts abbiegen. Und jetzt rechts abbiegen. Okay, Wir sind fast da. Fahr hier nach rechts. Das ist Mike Schrottplatz. Fahr einfach durchs Tor. Wen haben wir denn da? Hey, Mikey, wie geht's denn so? Scheiße, Mike, wie wär's denn mal mit Hände waschen? Jetzt brauche ich ein verdammtes Bad. Hey, ich bin am Arbeiten und wer arbeitet, macht sich manchmal dreckig. Außerdem habe ich sie gerade abgewischt. Womit denn? Mit demselben Scheißlappen, mit dem du auch das Klo abwischst? Du bist vielleicht ein Penner. Hey, jetzt reg dich mal ab. Bist du vom Gesundheitsamt oder bist du geschäftlich hier? Geschäftlich natürlich. Hier, das ist mein Freund Vito. Vito, das ist Mike Brusky. Gib ihm bloß nicht die Hand. So viel Seife habe ich nicht zu Hause. Freut mich, Vito. Vito und ich sind alte Freunde. Er kommt gerade aus dem Krieg zurück und braucht Kohle. Da dachte ich, er könnte dir bei deinem Beschaffungsproblem helfen. Ich bürge für ihn. Aha, okay. Joe hat dir also von unserem Nebengeschäft erzählt, oder? Ja. Ich will nur stinknormale Karren, nichts ausgefallen ist. Du kriegst pro Wagen deinen Anteil. Ich nehme nur so viel ab, wie ich verarbeiten kann. Und schlepp mir keine Bullen an, klar? Wenn sie dir hierher folgen, habe ich deine Visage nie gesehen, verstanden? Klar. Gott verdammt, Mike. Ich habe deine Schmutzgriffel auf meinem Mantel. Weißt du, was ich für den Fetzen hingelegt habe? Krieg dich wieder ein, sonst stopfe ich ihn dir in den Arsch, du Nervensäge. Und jetzt darf ich auch noch die Reinigung blechen. Und wer weiß, ob die diesen Siff überhaupt rausbekommen. Halt die Fresse. Vito, ich bräuchte dringend ein Walter Coupé, heute noch. Meine Leute haben zwar Teile aufgetrieben, aber keinen Wagen. Weil ihr einfach nicht wisst, wo ihr suchen müsst. Jedes Mal, wenn ich die Hunter Street runterfahre, sehe ich dort einen neben einer Bar parken. Ich glaube, der Schuppen heißt Lone Star oder so. Ist der nicht im schwarzen Viertel? Da falle ich doch auf wie ein bunter Hund. Ich gebe dir 350 Mäuse. Das ist doch das Risiko wert, oder? Oh Gott. 400. Na schön, abgemacht. Komm, Vito, fahren wir. Andiamo. Und dir schicke ich die Rechnung für die Reinigung von meinem Mantel. Die kannst du dir in die Haare schmieren, du Sackgesicht. Okay, hör zu. Das ist sozusagen deine Jungfernfahrt hier. Versaus also nicht, verstanden? Hier, Vito, nimm das. Für alle Fälle. Hey, klasse. Hey, geil. Hey, Mike, darf ich das Ding mal ausprobieren? Klar, lass dich nicht abhalten. Dann mal los. Zieh auf die alte Kiste da drüben.
Rio, hey, hast du Muni für mich? Mehr Munition. Aber klar. Hier bitte. Mein Gott, wie viel hat er denn dabei? Schießt gar nicht schlecht. Hey, Vito, versuch mal den Tank zu erwischen. Mist, war noch Sprit in der Karre drin? Dazu fällt mir ein Polackenwitz ein, aber lassen wir das. Ach, Jan, dir fällt auch was ein. Fick dich ins Knie. Genug geballert. Wir haben einen Job zu erledigen. Drücke H, um die Waffe einzustecken. Gut, bevor wir jetzt losfahren, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Ich mache immer die Folgen so 11 Minuten lang, wie euch das wahrscheinlich schon in den letzten 3 Folgen aufgefallen ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem Video. Und bis dahin, ciao!